Was sagst du generell zur Wasserqualität in Deutschland? Also Qualität ist ja erstmal abstrakt. Also es gibt gute, es gibt schlechte Qualität, bessere und schlechtere Qualität. Also für solche Aussagen brauche ich ja einen Referenzwert. Also wenn ich natürlich sage jetzt, die Trinkwasserqualität, das war ja deine Frage, ist jetzt, sag ich mal, in Deutschland sicher besser als vielleicht in Zentralafrika oder so. In Deutschland sagen die Leute immer, ja, aber das Leitungswasser, das ist ja so gut, und das ist so gut, das ist so gut. Rechnen wir es mal runter. Jetzt ist die Frage, von welchem Wasser spreche ich? Denn wenn die Leute zu Hause den Wasserhahn aufdrehen, dann ist ja diese Qualität nicht die Qualität, die ich von dem Wasseramt vor Ort attestiert bekomme. Also jeder kann ja in Deutschland die Stadtwerke anrufen, wo er gerade ist. Und dann müssen sie mir einen Auszug geben, was also in dem Trinkwasser drinnen ist. Das ist mal das Erste. Aber das ist ja nicht das Wasser, was bei dir oder bei sonst irgendjemand zu Hause ankommt, wenn ich den Hahn aufdrehe. Die Qualität des Wassers wird von dem Wasseramt oder den Stadtwerken nur garantiert bis zur Wasseruhr. Das heißt, die Stadtwerke legen ja eine Leitung zum Haus und dann habe ich meine Kaltwasseruhr, die gezählt wird und abgelesen wird. Die Qualität wird nur garantiert bis zu der Uhr. Das heißt, alles, was danach passiert, das ist der Hauseigentümer, Vermieter oder wie auch immer verantwortlich. Das heißt, ich trinke nicht das, was ich kriege in den Stadtwerken, sondern ich kriege das, was meine Rohre halt hergeben. Also ich weiß ja in der Regel nicht, was im Rohr drin ist. Also ich kann natürlich sagen, den Vermieter fragen oder wenn ich der Hauseigentümer bin, natürlich gucken und schauen, habe ich Kupferrohre, habe ich alte Bleirohre, habe ich Plastikrohre. Aber woher will ich denn wissen, wie es im Rohr ausschaut? Da müsste ich es ja ausbauen und wieder einbauen. Dann könnte ich zwar sehen, okay, da gibt es Ablagerungen und pipapo. Wer sagt mir denn, ob da nicht etwas wie Antimon oder irgendwas drinnen ist oder irgendwas mikroplastiktechnisch gelöst wird, was irgendwelche hormonellen Auswirkungen hat. Also das kann mir natürlich auch, können meine Stadtwerke mir nicht sagen, weil die sagen, ist ja nicht mein Bier, sondern ich bin verantwortlich dafür, dass ich dir die Trinkwasserqualität zum Hausanschluss liefere. Und da gibt es natürlich in Deutschland, ich weiß nicht, ob das jetzt bundeseinheitlich geregelt ist, sicher schon, und ob es ländertechnisch da wieder Unterschiede gibt, aber da gibt es einfach eine Verordnung, die sagt, das ist Trinkwasser und das ist kein Trinkwasser, wie was man draußen beim Brunnen zum Beispiel sieht, steht ja auch immer drauf, kein Trinkwasser. Also es gibt irgendjemand, der irgendetwas reglementiert und sagt, ab diesem Wert oder ab diesen Werten ist es Trinkwasserqualität und alles andere ist keine Trinkwasserqualität.